Hallo liebe Racing-Fans und herzlich willkommen hier bei X in Sursee, bei der Hostetler AG in der wunderschönen Schweiz. Und ich bin der Horst Zeiger. Ich fahre seit über 25 Jahren X Lederkombis und ich darf heute ein besonderes Ausnahmetalent hier als neues Mitglied in der X Family begrüßen. Der Jonas Volker. Hallo Jonas. Servus, danke schön. Danke für die Einladung. Ja, es freut mich sehr, dass du da bist. Und wir müssen natürlich gleich eine Frage nach der anderen an dich richten. Jetzt kommst du ja neu in die Superbike WM. Gleich mal direkt gefragt, wie laufen die Vorbereitungen? Gibt es schon Testfahrten? Ja, genau. Also ich bin jetzt auf Weg nach Spanien gerade. Testfahrten hat es so gesehen noch nicht gegeben. Die starten jetzt nächsten Monat dann in Portugal, hoffentlich. Und ja, dann bin ich schon gespannt, wie es läuft. Ich habe ein neues Motorrad unter mir dran, werde auf BMW umsteigen mit meinem Team. Und ja, bin schon voller Vorfreude und gespannt, wie es losgeht. Gibt es irgendwas Besonderes für dich bei deinen Einsätzen? Nicht das Motorrad jetzt, sondern Bekleidung oder irgendwelche Rituale oder ernährungsmäßig. Hast du irgendwas ganz Besonderes, was du da immer durchführst? Naja, jeder Fahrer hat so seine Art und Weise, wie er sich vorbereitet natürlich. Welchen Handschuh er als erstes anzieht, ob es der rechte oder linke ist zum Beispiel. Es sind ganz viele kleine Dinge, die man sich halt über die Jahre aneignet, sage ich mal. Und genau, dass halt einfach alles perfekt sitzen muss, ist sowieso klar. Die IDM Superbike, die hast du ja letztes Jahr unglaublich dominiert. In der Superbike-WM wird es wahrscheinlich nicht so einfach gehen. Du hast ja schon zwei Wildcard-Einsätze gemacht. Wie war der erste Eindruck? Ja, erstmal super spannend. Der erste Wildcard-Einsatz war in Barcelona. Mit meinem Team aus der IDM eben haben wir Wildcard beantragt und haben zwei bekommen. Sind die auf Yamaha gefahren und waren natürlich auch eine große Umstellung, weil das Motorrad natürlich ganz anders ist wie in der IDM. Aber ich muss sagen, wir haben das gut gemeistert und ja, haben wir Spaß gehabt und ein gutes Resultat eingefahren. Ich habe von dir oft unglaubliche Leistungen, speziell bei schwierigen Streckenbedingungen gesehen, so halb nass, halb trocken oder einsetzender Regen oder so. Was steckt da dahinter? Ist das ein besonderes Talent oder ein Funken mehr, wie sagen wir, Risikobereitschaft? Ja, das stimmt. Also ich kann mir halt schwierigen Bedingungen schnell anpassen, sage ich mal. Das war schon immer ein großer Vorteil von mir, den ich auch natürlich ausspiele oft, wenn es so ist. Wenn es jetzt zum Beispiel halbtrocken ist oder, ja, oder nass wird zum Beispiel. Aber das ist halt einmal ganz situationsbedingt. Aber meistens kann ich das zu meinem Vorteil nutzen und ich habe natürlich schon einige Rennen auch gefahren und auch schon gewonnen unter solchen Bedingungen. Nach deiner Karrierepause bist du jetzt über die IDM zurück in die WM, aber in die Superbike-WM. Das kostet natürlich ganz viel Kraft und Motivation. Wo nimmst du das her? Was ist dein Antrieb? Naja, der Antrieb, der ist schon immer da. Und ich glaube, den hat jeder Rennfahrer. Einfach das Ziel zu verfolgen, dass man einfach ja, gewinnen will, sage ich mal. Und ich bin ja erst 27 Jahre alt, also ich habe noch einige Jahre vor mir als Rennfahrer und somit auch einige Ziele, die ich verfolge und natürlich noch vor mir habe. Jeder hat ja irgendwo eine Lieblingsrennstrecke, jeder Rennfahrer. Was ist das Rennen, wo du dich am meisten drauf freust? Ich habe spezifisch jetzt nicht eine besondere Rennstrecke, die mir gefällt. Ich hab mehrere Rennstrecken. Also ich hab eher so, mir gefällt eigentlich der ganze Kalender und es ist vielleicht eine Strecke dabei, die mir jetzt nicht so liegt. Früher war es Indianapolis, die ziemlich unflüssig war und schwierig war und die mir nicht so gelegen hat, aber grundsätzlich finde ich jede Strecke toll und egal wo ich bin, solange ich auf dem Motorrad sitze, macht es mir Spaß. Und zum Abschluss hätte ich gerne irgendeine lustige Anekdote von dir. Du hast doch sicher irgendwas in die ganzen Jahre auf der Rennstrecke, was mal passiert ist, was du nicht vergessen kannst, weil einfach lustig war. Oh ja, auf oder neben der Rennstrecke? Ja, nicht so peinlich. Nein, es soll schon auf der Rennstrecke sein. Nein, was Lustiges. Du musst doch irgendwas Lustiges haben, was denkst du? Ja, ich bin noch mal ohne Handschuhe aus dem Motorrad gestiegen zum Beispiel. Direkt beim Start? Ich bin raus. Ich weiß nicht mehr, was für Rennen das war. Ich bin aber, ich glaube sogar, dass die Kamera auf mich gerecht war und ich war so im Fokus oder war ich vielleicht sogar nervös oder aufgeregt.
und bin raus aufs Moped und dann tippt mir mein Mechaniker so und sagt auf meine Hand und dann habe ich meine Handschuhe vergessen sozusagen. Also das, ja, das sollte mir mal nicht passieren, das war schon peinlich. Ja, als echter Profi kann das natürlich passieren. Genau. Hey, danke, Jonas, vielmals für die Interviewfragen und für die ehrlichen Antworten. Sehr gerne. Und alles Gute für die Saison. Danke.